Der Forscher Josef Penninger hat ein Gen gefunden und es ACE2 genannt. Dieses reguliert, wie unsere Lunge funktioniert und schützt uns vor Lungenversagen. Er hat entdeckt, dass das SARS-Virus dieses Gen verwendet, um in Zellen einzudringen. Jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass das neue Coronavirus ähnlich vorgeht. Gemeinsam mit der von ihm begründeten Firma Apeiron und einem Team der besten Wissenschaftlerinnen aus Schweden, Kanada und China ist es gelungen, ein Medikament gegen Covid-19 zu entwickeln. Das Medikament, das wir entwickelt haben, an dem arbeiten wir schon seit 2005. Das muss man sich klar sein, das ist nicht, jetzt machen wir halt mal was. Das sind eigentlich viele Jahre, die dahinter stecken. Also wir haben da eigentlich 15 Jahre reingesteckt. Wir wissen, wie das funktioniert und wir wissen, dass es funktioniert. Und das ist das Medikament, das wir jetzt verwenden wollen für die Neuinfektion, weil es rational ist. Es ist die Tür, mit dem Medikament sperrt die Tür zu. Das Virus sollte nicht mehr reingehen. Und zweitens beschützt es auch vor Lungenversagen. Also eine sehr rationale Therapie. Jeden Tag, auch am Wochenende von zu Hause aus, sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über den gesamten Globus in Kontakt miteinander, um ihre Arbeit voranzutreiben. Diese Gruppe hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 4 Wochen, das Medikament nach China zu bringen. Also das liegt jetzt in einem Kühlschrank in einem Krankenhaus nördlich von Hongkong und wartet auf den ersten Patienten. Jetzt versuchen wir, nach Wuhan hineinzukommen. Dort gibt es 300, 400 neue Patienten pro Tag. Es fehlt uns nur noch ein Papier der Zentralregierung. Wir hoffen, dass das Medikament nächste Woche dem Patienten gegeben werden kann.